Wir bewegen uns schon länger in Zeiten, die alles auf den Kopf stellen und den meisten von uns ziemlich zusetzen. Und immer wenn man meint, jetzt wird es langsam besser, kommt wieder etwas, das noch mehr bedrückt und in Angst versetzt. Und da sind wir mit unseren Good News, mit guten Nachrichten. Doch sind die nicht langsam belanglos? Bringen die überhaupt noch etwas? Ich frage lieber anders. Was bleibt, wenn wir das Gute nicht mehr beachten? Das Große können wir erst einmal nicht verändern, aber auf die scheinbar kleinen Dinge im Leben haben wir Einfluss. Teilen, was Freude macht. Helfen und sich auch helfen lassen. Gemeinsam an Lösungen arbeiten für eine bessere und friedlichere Welt. Alles pappalapapp? Ich frage wieder anders. Haben wir eine Alternative, als wenigstens den Weg der zunächst kleinen Schritte einzuschlagen? Wenn wir nicht aufgeben wollen, sollten wir ihn gehen. Und darüber sollten wir mehr informiert sein, mehr wissen über das, was uns stark macht. Einzeln und als Menschengemeinschaft. Ich bin mir sicher, die Dankbarkeit für all diese Momente und Erfahrungen wird wachsen. Dankbarkeit ist so wertvoll, weil sie in dir selbst entsteht, authentisch ist. Dankbarkeit lässt uns offen, großzügig, tolerant, wertschätzend sein. Dankbarkeit weitet den Blick und lenkt auf das Gute, von dem man gern mehr haben möchte. Dankbarkeit ist die Tür und Herzensöffnerin schlechthin. Ist es nicht das, was wir jetzt am allermeisten brauchen? Über die Dankbarkeit kommen wir in unsere Kraft. Und aus dieser Haltung heraus verändern wir auch die Welt. Du und ich. Dafür setzen wir uns von Good News for You ein. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt. Danke.